Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Wild Castle Tower Defense. Ich habe hier wieder einen zwei Tage lang laufen lassen. Ihr seht, Schloss ist auf 500, Schützen sind auf 1000. Und mir hat vor kurzem einer einen Kommentar geschrieben, womit man tatsächlich damals recht leicht hätte die Minen und so weiter upgraden können und so weiter farmen können. Wenn man stark genug ist, die aktuelle Wave, also mit nochmal, ohne Skills besiegen zu können, besiegen kann, könnte man sich theoretisch einen Autoklicker basteln oder halt runterladen, gibt ja auch welche, muss man aufpassen, wo man runterlädt, der regelmäßig immer wieder auf nochmal klickt, alle paar Sekunden, und das einfach mal eine ganze Nacht laufen lassen, wenn Bossgegner da ist. Na, also wenn Bossgegner da ist, natürlich, dass man die Pergamentschriftrollen bekommt, damit man dann noch mehr Geld bekommt. Wäre eine coole Sache gewesen. Leider bin ich mittlerweile so, dass ich einfach von den Wellen her viel zu hoch bin. Und würde ich nichts machen, würde ich innerhalb von wenigen Sekunden halt einfach zerrissen werden. Ne? Ihr seht's. Was leider sehr schade ist. Also mit Welle 1900 und Schützen auf 1000 und dem restlichen Krams ist es leider tatsächlich nicht möglich. Ich müsste wahrscheinlich wochenlang warten und das Geld nur in meine Defense investieren, um das machen zu können. Leider kommt der Tipp zu spät. Schade. Aber ist egal, macht nichts. Genau, wir haben auch ein bisschen Tesla investiert. 46 Level. Ansonsten haben wir nicht großartig was gemacht. Ich habe die Goldkanone einmal für 90 Millionen investiert. Huch. Ach, geht sowieso nicht, ich habe kein Geld dafür. 105 Millionen kostet das nächste. Schwarze Segler haben wir gemaxt. Genauso wie alle anderen, Gold, Kolonie und was auch immer, Abklingzeit, Einkommen und so weiter. Wir haben jetzt ziemlich viel Gold. Was wir machen könnten ist, wir können einmal die Herausforderung probieren. Ziemlich viel Gold, ziemlich viel Leben eigentlich natürlich. Wir können die einfach probieren. Wobei, ich glaube, das wollten wir letztes Mal eh schon. Das ist egal, lass es einfach. Wir könnten Typhon probieren. Den hat man nämlich letztens, glaube ich, fast geschafft gehabt. Ich glaube, der war nicht so schwer gewesen. Und da wir jetzt nochmal ordentlich Leben und Mana dazu bekommen haben, sollte das tatsächlich kein großes Problem sein, den zu besiegen. Na, ihr seht, der Schaden. Meine Fresse. Und ich heile mich natürlich immer sehr hoch. Ne? Sehr schön. Sehr angenehm, dass wir uns hochheilen. Na, jetzt gerade nicht mehr. Jetzt schon wieder. Okay, ist hart, ne? Muss man schon dazu sagen. Ist nicht einfach, der Typhon. Oh, direkt von meiner Base ist der gelandet, der Dude. So, können wir ihn bitte killen? 200.000 sollte nicht so viel sein, wa? Ah, wir haben ihn besiegt und wir kriegen eine so eine größere Kiste, glaube ich. Der steigt um 10, eine massive Truhe ich bekommen. Er steigt um 10 Wellen, na, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht kriegen. Aber auf jeden Fall so eine massive Truhe, gewöhnlich, außergewöhnlich selten. Und wir kriegen natürlich ein außergewöhnliches, was sonst. Jetzt eigentlich in die Tolle tritt. Was haben wir hier sonst noch so? Irgendwas Seltenes? Können wir mal den ganzen Mist hier wegmachen? Entzaubern wir mal. So, haben wir was Seltenes? Nicht ein einziges seltenes Item. Das ist so Schrott, wirklich. Oh, nee, ist das widerlich. No, 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 no. Das ist absoluter Müll. Ups. Aber können wir mal gegen den da kämpfen? Nidhogger. Ja. Ey, wir haben immer ein bisschen Schaden gemacht. Ja, wie viel Leben hat der? 20 Millionen Leben. Ja, moin. Und beschwert immer wieder diese Kristalle, alles klar. Okay. 32 Millionen Gold haben wir ja noch. Bei Welle 1044 sind wir derzeit. Oh, ich habe vergessen, auf Autokampf zu klicken. Egal. Eigentlich nicht egal. Ich will nämlich selber nicht kämpfen. 664.000 Gold müssen wir jedes Mal ausgeben für einen Autokampf. Ist schnell, wir kriegen jetzt schon trotzdem mehr, als wir ausgeben. Ah, ist schon mehr als eine halbe Million pro Wave, ist schon hart, muss man dazu sagen. Jetzt habe ich auch genug Leben und genug Mana, also jetzt werde ich einige Waves wieder vorankommen, wenn der Autokampf am Start ist.
Aber ich habe sonst das Problem gehabt, okay, ich habe kein Mana gehabt, ne? Oder halt zu wenig Defense und so weiter. Ich war einfach zu schwach gewesen. Das Gold habe ich ja sehr viel in die Items investiert. Apropos Items, könnt ihr in die Kristalle investieren. Einen Vorbildspunkt wieder bekommen. Yay. Sehr schön. Ja. Also Geld kriegen wir ja schon ziemlich ordentlich, ne? 20.000, schon wieder 30.000, 40.000, 50.000 und so weiter und so fort, 60.000. Können wir doch gleich einmal gucken. Gold habe ich bekommen, 600.000 Gold habe ich ausgegeben, ne? Also 300.000 Gold plus gemacht im Endeffekt. Meistens schauen wir an die Schütze, dann kommt der Arcanto und danach der Tesla. Und 20, 12, 10%. Oh, sogar den Naga 10% gemacht, nicht schlecht. Schlechteste ist der Eiszauberer und mein Eisturm, logisch. Der soll auch nicht so viel Damage machen, der soll die eher slowen. Völlig okay. Ups. Was habe ich jetzt gedrückt? Multi-Instanzen-Manager, ne, will ich gar nicht. Geh weg, Bluestacks. So, ne, wir können hier theoretisch weiter investieren. Können wir mal plus 8,5% machen. Let's go. Genau, und so wird das halt immer weiter und weiter und weiter gehen. Wir sind derzeit bei Welle 1044. Platz 1 hat einfach 210.000. Das heißt, er hat schon wieder 5.000 Wellen mehr seit dem letzten Mal, seit wir reingeschaut haben, also seit einem Tag oder so. 5.000 Wellen in einem Tag. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Weil irgendwann muss man ja auch mal von der Stärke her angekommen sein, weißt du? Naja, egal. Ja, du, meine Freunde. Ich würde sagen, wir haben das Spiel lange genug gespielt. Es wird Zeit, dass wir uns anderen Projekten widmen. Und dieses Let's Play erst einmal beiseite legen. Ich habe es wirklich lange, lange Zeit gespielt. Und irgendwann ist halt auch immer mal die Zeit gekommen, nicht weiterzumachen. Also wir haben es tatsächlich 16 oder einen Monat gespielt. Einen Monat, glaube ich, haben wir jetzt gespielt. Aber es hat ein Idle Game, kam halt irgendwann nicht mehr viel dazu. Gerade am Anfang, wo halt doch wirklich immer wieder regelmäßig wieder zukam, war es dann sehr, sehr interessant gewesen. Es ist einfach, weil es ein Hochkant-Game ist, nicht so schön wie Grow Castle, muss man sagen. Wobei Grow Castle, also das hat sich mit den Kolonien deutlich besser gemacht, finde ich. Ja, das hat einen deutlichen Vorteil im Vergleich zu Grow Castle. Aber es ist immer sehr grindy-lastig. Ich kann halt wenige Android-Games oder Mobile-Games aufnehmen, weil ich halt immer das Spiel im Hintergrund habe laufen lassen. Das habe ich meistens immer Steam-Spiele gespielt. Aber da wir das Spiel jetzt beenden werden, das Let's Play, kann ich auch wieder noch mehr Mobile-Games aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, die 16 Parts, glaube ich, die wir mittlerweile sind, oder 17? 17. Parts, das heißt ja schon. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, vielleicht wollt ihr ja selber spielen und seid besser als ich, wer weiß das schon. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem anderen Projekt wieder, meine lieben Freunde. Da hast du ausgesucht mit Wildcast Tauding, das hat mich auf jeden Fall die ersten 10 Parts, glaube ich, gab es immer wieder was Neues, was sehr cool war. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass es da mal wieder was Neues dazu kam, weil ich es mit diesen Items fand ich halt super, super nervig, ne? Also diese Items, ich kann zum Beispiel auch was herstellen, eine epische Robe, die kann ich nicht, eine seltene Rüstung kann ich zum Beispiel herstellen, für 30 davon. Verzauber und Freischalter ersetzt eine Ausrüstungseigenschaft, okay. Weiß jetzt nicht, wie, was das macht, aktuell sind wir 1,5 Millionen. Können wir machen. Eine epische Platte, okay. Ein seltener Bogen, den könnte ich herstellen. Probieren wir es einfach mal. Betäubungsschaden und Feuerschaden plus 13%. Es gibt leider keinen, der Feuerschaden macht. Sehr bedauerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Also absolut wasted. Aber gut. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Das war's gewesen mit Wild Castle Tower Defense mit diesem Let's Play von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schaue bei den anderen Projekten rein. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.